In unserem heutigen Gespräch befassen wir uns ja mit dem Thema spät erkannt in Potenz sozusagen. Es gibt nämlich auch Späterkannte. Und dazu gehört Walter. Walter, ich darf ehrlich und ganz offen sagen, du bist Jahrgang 1939. Und du bist ein Professor Doktor mit einer langen Berufskarriere. Und du bist ganz spät erst zur Hochbegabung gekommen. Und deswegen ignorieren wir jetzt erstmal, was du sagst, lieber Walter, sondern deine wunderbare Frau Helga, die hat dich geschickt. Helga, jetzt erzählst du mal, was ist denn passiert? Bist du mittags beim Mittagessen, hast dem Walter die Kartoffeln auf den Teller gekippt und hast gesagt, übrigens, morgen gehst du dich mal testen lassen. Wie kam es dazu? Ja, es kam dazu, dass in dem Moment, wo ich Walter begegnet bin, er war damals Student, da war ich schon beeindruckt von seinem Wissen in Geografie, in Geschichte, in Mathematik, Physik, in allen Lebensbereichen hatte er ein so umfangreiches Wissen, das mich beeindruckt hat. Und dann habe ich mich in ihn verliebt. Und dann haben wir halt geheiratet, Kinder bekommen. Und er war dann irgendwo das Lexikon in der Familie, auch von unseren Tanten und so. Ja, und da ging das dann so weiter und irgendwann in den 80er Jahren dann, da kam das auf mit der Hochbegabung, dass das überhaupt diskutiert wurde. Und da war ich dann sehr aufmerksam und dachte, komisch, das passt zu Walter. Und dann hatte ich noch ein Buch gelesen von einem Engländer, der hochbegabt ist und der die Zahlen farbig sah. Und die 5 war laut und die 7 war hellblau oder so. Und als ich dieses Buch gelesen habe, da fiel mir das nächste Mal auf die Füße. Und ich habe Walter gefragt, ist das bei dir auch so? Siehst du auch die Zahlen farbig oder so? Ich sagte, nee, die Zahlen nicht, aber die Buchstaben. Ja, und so. Die Zahlen aber auch. Und damit wurde mir bewusst, dass das irgendwie, ja, dass er da betroffen war von dieser Hochbegabung. Und als dann die Tests stattfanden, er sagt, geh doch mal hin. Ja, und dann ist er irgendwann, zuerst hat er sich hier in Magdeburg nicht getraut, weil er da bekannt war und weil ja, da sich nicht so öffentlich zeigen wollte. Und dann sind wir aber irgendwann mal nach Leipzig gefahren und da hat sich das dann herausgestellt, dass er einen IQ von, Walter? 139 war das, ja, glaube ich. Ja, so. Und ja, und dann wussten wir das und dann wusste ich Bescheid, was ich da für einen Fisch am Angel hatte vor über 40 Jahren. Helga, man muss dazu sagen, du bist Lehrerin gewesen in der ehemaligen DDR. War das eher ein gutes oder nicht so gutes Terrain für das Thema Hochbegabung? Es war eigentlich ein gutes Terrain. Also es war ja, stand im Mittelpunkt oft auch die Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern, was ich sehr gut fand, dass die Lehrer wirklich auch darauf geachtet haben, ob ein Kind also eine Begabung hat oder nicht. Es gibt natürlich immer solche und solche Lehrer. Also für mich war das interessant, wenn ein Kind eine solche Begabung hatte. Worauf hast du da geachtet? Also es ist ja schon spannend zu sehen, es wurde also offenbar darauf geachtet, unabhängig von der vom Bildungshintergrund, sagt man ja heute, der Familien und unabhängig davon, ob in der Familie Akademiker waren oder nicht. Worauf hast du geachtet? Denn ihr hattet doch genauso einen Lehrplan. Ja, natürlich. Aber zum Beispiel ein hochbegabtes oder ein begabtes Kind, sage ich jetzt mal. Ob das Kind jetzt hochbegabt war, das weiß ich nicht. Aber ich hatte einen 5., 6., 7. Klasse, der also ständig aus der Rolle fiel, disziplinmäßig. Da auch eine 4 in Betragen hatte und so. Und der aber ständig in meinem Mathematikunterricht alle Aufgaben schnell und gelöst hat und die waren auch richtig. Und dann hatte er Langeweile. Er hat dann ja Zusatzaufgaben manchmal bekommen. Aber auf alle Fälle habe ich seine Disziplinlosigkeit nicht als Disziplinlosigkeit bewertet, sondern eher, dass er einfach gelangweilt war. Walter, du warst gerade eremitiert, also hattest deine aktive Berufszeit als Professor gerade beendet. Dann kommt die Frau und sagt, so Walter, jetzt fahren wir mal zum Test. Was hast du da gedacht? Naja, das war ja ein bisschen später war das schon. Das war 2011 und 2004 war ich 65, da war praktisch Schluss offiziell. Dazwischen waren ja ganz hervorragende Jahre, 4 Jahre, 8 Semester in Peru, in Südamerika.
Und danach habe ich dann erst diese ganze Sache aufgerollt. Da hatte ich mehr Zeit dafür, also für Test und so weiter. Und dann auch hier in Magdeburg in der Gruppe der Mensa da ein bisschen mitzumischen. Ja. Walter, 139 IQ, hat dich das überrascht? Naja, eigentlich nicht so direkt. Ich dachte, wenn es so eine Tabelle gibt, also welche liegen unter 100 und andere drüber und so weiter. Denn ich war in meiner Klasse, in der Grundschule der Beste und im Gymnasium der Zweitbeste. Und da konnte ich dann schon einschätzen, naja, ich müsste da in dieser Größenordnung liegen. Und ja, da habe ich mir eigentlich gesagt, Mensch, das stimmt sogar. Aber wir wissen ja heute sehr viel über Hochbegabung. Und wir wissen, dass Hochbegabung, ein hoher IQ, nicht automatisch zur Höchstleistung führt. Du sagst jetzt, naja, ich war ja in der Grundschule war ich super, im Gymnasium war ich super, also war es ja relativ klar. Ich glaube, Helga würde da intervenieren und sagen, naja, es heißt nicht unbedingt, dass nur die mit den super Schulnoten automatisch die Hochbegabten sind. Wie habt ihr das innerhalb eurer Ehe besprochen, Helga? Da bist du ihm doch bestimmt mal das ein oder andere Mal in den Arm gefallen, oder? Naja, eigentlich nicht. Ja, ich habe mich immer gefreut. Jede Frage, die ich hatte, die wurde sehr gut beantwortet. Und wir hatten ja dann auch die Kinder. Und da konnte Walter auch oft. Helga, du sagst, Walter war sozusagen das Familienlexikon. Ja. Also Hochbegabung bedeutet ja nicht, dass man automatisch ein wandelndes Lexikon ist. Es geht ja nicht darum, auch in den IQ-Tests einfach sozusagen seitenweise den Brockhaus abzufragen. Woran hast du es eigentlich gemerkt? Schwierig, sehr, sehr schwierig. Also ich habe es, durch das Buch bin ich darauf aufmerksam geworden und wenn ich dann Walter gefragt habe, ist das bei dir auch so? Dann hat er also gesagt, ja. Und in dem Buch, da erinnere ich mich an eine Stelle, dieser junge Mann, der da sein Leben beschreibt, der hatte zum Beispiel gesagt, ne, er steht auf dem Hof und die Schneeflocken, die fallen da runter und er träumte und guckt sich das an, aber er spielt gar nicht mit den anderen Kindern. Das war bei Walter dann das auch so. Das muss ich sagen, war bei mir ebenfalls so in der Kinder- und Jugendzeit zum Beispiel. Und naja, ich bin ja auch ein bisschen, ich würde sagen, zurückgeblieben gegenüber anderen Gleichaltrigen in der Beziehung, Freundschaften oder Liebe zu Frauen und so weiter. Mit Helga war das so, vielleicht kann ich das ganz kurz noch einflechten. Wir haben also an der Ostsee uns kennengelernt und dann waren wir ganz doll verliebt. Und dann, als wir uns verabschiedet haben, zunächst erstmal, haben wir gesagt, wir wollen gemeinsam Zelten fahren an den Plauer See bei Brandenburg. Und das hatte seine Folgen. Na ja, zwei Monate später war ich verlobt, 4 Monate später verheiratet, 5 Monate später hatten wir gemeinsame Wohnung, 7 Monate später hatte ich mein Diplom gemacht und 9 Monate später, jetzt ist er wieder weg. Ja, der war unser Sohn geboren. Ja, und Walter, wir sind uns einig, dass du mit einer nicht intelligenten Frau ja nicht dein Leben verbracht hättest. Wie intelligent ist Helga? Denn man muss ja sagen, und wir werden das gleich noch besprechen, Helga, Helga ist nicht getestet. Nee. Was? Wie intelligent ist denn Helga, lieber Walter? Ja, also die Sache ist so, dass wir sehr unterschiedliche Fachgebiete haben, wo wir gut sind. Helga ist zum Beispiel in Biologie gut. Da bin ich nicht so gut. Ich war früher im Gymnasium, habe ich mich halt nur 2 Jahre, aber später habe ich mich gar nicht mehr dafür so interessiert. Hast du gerade gesagt, du hast nur eine 2 gehabt, nur das, was richtig verstehen? Ja. Okay. Naja, Helga hat vor allen Dingen das drauf, was man braucht in Familie und Haushalt und so. Und da bin ich immer ganz erstaunt, dass also, was die alles im Kopf hat. Zum Beispiel, wenn es jetzt hier darum geht, irgendwelche Abrechnungen
zu Hause zu machen. Dann, ja, also Helga ist da unwahrscheinlich. Hat alles, alles im Kopf. Jede Zahl, wenn sie jemandem was gebraucht hat, noch einen Monat später sagt, oh, von dem kriege ich noch was und so, das muss ich mir aufschreiben. Also da bin ich nicht so gut. Ja, und das ist das, was mich an Helga von Anfang an schon erstaunt hat. Vor allen Dingen ist sie unwahrscheinlich wagemutig, Fallschirmspringerin und mit dem Motorrad rumgefahren und so. Und das hat mich erstmal sehr beeindruckt. Und einfach deine Kinder bekommen, ohne darüber nachzudenken, dass das Arbeit macht. Liebe Helga, warum? Dir muss doch auch klar gewesen sein, dass Walter es nicht mit einer nicht so smarten Frau so viele Jahre so gut zugebracht hätte. Warum bist du nicht zum Test gegangen? Bitte? Warum bist du nicht zum Test gegangen? Ach, das weiß ich nicht. Also ich habe mich nicht so klug gefühlt. Ja, das weiß ich wirklich nicht. Also nee, da habe ich vielleicht sogar Angst gehabt, dass ich dann IQ von 80 habe oder so. Aber jetzt mal im Ernst, Helga, bei aller Bescheidenheit, das ist doch wahrscheinlich eigentlich doch allen klar. Du würdest keinen IQ von 80 haben. Warum gehst du nicht zum Testen? Also da hat mich keiner vielleicht hingeschickt oder mich ermutigt und ich ärgere mich eigentlich, dass unsere Kinder da nicht mal zu dem Test gehen. Also auch unser Sohn Axel, den ich also auch als hochbegabt einschätze, der geht auch nicht zu dem Test. Aber das ist bloß so nebenbei. Das ist jetzt nicht der direkte Grund. Es hat sich einfach nicht ergeben. Aber Antje, ich habe noch was anderes. Und zwar, ich habe das Gefühl, aber schon immer, dass wenn du die Latte von unten ansetzt, bei mir ungefähr bei 2 Meter die Latte zu Ende ist. Bis dahin weiß ich in allen Lebenslagen Bescheid und so. Und bei 2 Meter, da fängt es erst bei Walter an, dass er Bescheid weiß. Und dann geht es bis in den Himmel nicht hinein. Überall. Ja, und dann geht es bis in den Himmel hinein. Ja, aber diesen unteren Bereich, unter 2 Meter, den kann Walter überhaupt nicht abdecken. Das sind Geburtstage, an die er nicht denkt oder was Komisches schreibt oder sich anders komisch verhält. Und das decke ich dann ab und so ergänzen wir uns. Ja, und bei mir ist vor allen Dingen die Sache so, dass ich ganz bestimmte Gebiete habe, wo ich mich dafür interessiere, wo ich also wirklich sehr gut bin. Und andere, vorhin sagte ich ja schon Biologie, wo ich dann einfach, mich kaum drum gekümmert habe und dementsprechend auch nicht so viel Interesse heutzutage zeige dafür. Würdest du dann sagen, Walter, dass du in den Bereichen gut bist, wo du dich besonders reingehängt hast? Ja, das Interesse und reinhängen, das ist schon richtig, ja. Und zum Beispiel in der Schule, also mein bestes Fach im Gymnasium war die Mathematik. Und vielleicht noch ein anderes, noch Latein, aber Mathematik. Und das ist ganz erstaunlich, dass ich mich dafür ein paar Jahre vorher noch gar nicht so interessiert hatte. Aber ich habe gemerkt, da bin ich unwahrscheinlich gut. Zum Beispiel in der 11. Klasse, da habe ich in allen Klassenarbeiten eine 1 geschrieben. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich selber also da so gut bin, also, dass ich auch ein Technikstudium mit viel Mathematik mir dann angeeignet habe sozusagen oder mitgemacht habe, ja, mich da reingehängt habe. Viele Hochbegabte erzählen mir oder deren Familien, dass Hochbegabte auch manchmal anecken, auch manchmal anstrengend sind für andere. Wie anstrengend ist Walter im Umfeld? Für sein Umfeld. Ja, da muss ich ihn manchmal retten, Antje. Das passiert tatsächlich und da muss ich ihn dann irgendwie, rette ich ihn dann. Und ach, mach mal ein Beispiel, wo musst du ihn retten? Na, wenn ich zum Beispiel bei Tisch sitze, nur so zum Beispiel sind auf dem Tisch, wenn ein Besuch da ist, sagen wir mal eine Schale mit Kirschen. Da mache ich mich da ran und esse die vollkommen auf, ohne daran zu denken, dass ein anderer die vielleicht auch haben möchte. Und Helga sagt, die passt dann ganz genau auf mich auf, dass ich nicht irgendwo Scheiße baue.
Ja, da hatte mal, das ist schon lange her, das war noch DDR-Zeit und wir hatten so einen ganz schönen Geflügelsalat und es war Besuch am Tisch und so. Und da hat sich also Walter hingesetzt und hat den ganzen Geflügelsalat alleine aufgegessen, ohne nach links, links oder rechts zu gucken. Und da habe ich ganz doll gemeckert mit ihm und habe ihm das erklärt, dass man das nicht macht. Ja, und dann, jetzt hat er immer ein bisschen Angst. Wie ist das in Gesprächen? Bitte? Wie ist das in Gesprächen, wenn ihr euch mit Freunden unterhaltet, mit weitläufigerer Familie, gerade so zum 80. Geburtstag oder wie auch immer? Ist Walter anstrengend für andere oder kann er sich mit jedem unterhalten? Ja, ich würde schon sagen, ich passe manchmal einfach nicht richtig auf, was erzählt wird. Und das liegt ein bisschen jetzt auch daran, dass ich schlecht höre, dass ich einen Hörapparat habe und nicht jedes Wort verstehe. Und dann muss ich Helga fragen, was haben die da erzählt, worüber haben die geredet? Also es gibt Themen, wo ich einfach keine Lust habe, hinzuhören. Und dann, wenn ich plötzlich dazu eine Frage kriege, dann sieht es natürlich schlimm aus. Ja, dann, dann sage ich Ihnen was Belangloses dazu. Nein, Antje, das kann ich noch anders erklären. Walter hat zwei Brüder. Und diese zwei Brüder, die reden nonstop eine halbe Stunde lang, ohne dass man selbst sagen kann, ob einen das interessiert, eine Frage stellen kann oder sonst was. Die reden einfach nonstop, manchmal länger als eine halbe Stunde. Und das hat Walter zum Glück nicht, das macht er bewusst nicht, sondern macht dann Absätze oder so, sodass er dadurch andere nicht nervt, wie zum Beispiel seine Brüder. Als du, wenn wir zurückgehen, als du den Test gemacht hast, hat es etwas verändert, das Wissen um deine Hochbegabung? Wenn ich bloß an den IQ denke, keine richtigen Erwartungen gehabt, aber dann im Nachhinein würde ich sagen, ja doch, also ich würde es auch selbst so einschätzen. Und die Tatsache, dass ich da mitgemacht habe, führt ja denn dazu, dass ich in dieser Mensa-Gruppe in Magdeburg auch immer wieder mitgemacht habe. Und erst die letzten Jahre, da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, weil andere in der Mensa-Gruppe, die etwa ein paar Jahre jünger als ich, aber auch schon älter waren, sich auch ausgeklammert haben. Und das liegt manchmal auch an demjenigen, der das in der Hand hat. Und im Moment bin ich ja jedenfalls nicht so richtig dabei. Ich gehe eventuell zum Beispiel zu Weihnachten, am Weihnachtsmarkt, wenn wir uns alle treffen, oder solche Sachen mache ich dann auch mit. Warum ist es ein Unterschied, wenn man sich mit anderen Hochbegabten unterhält, als wenn man sich mit zufällig irgendwelchen Menschen unterhält, die ja mehrheitlich nicht hochintelligent sind? Also da kann ich mich auf denjenigen immer einstellen. Ich wähle dann irgendein Thema im Gespräch oder ich behandle den so wie gleichwertig. Also ich bin da nicht, also ich bin kein Mensch, der Überheblichkeit ausstrahlt, sage ich mal. Ja, das würde ich so vielleicht formulieren. Du stellst dich auf deinen Gesprächspartner dann ein, wunderbar. Aber welche Gespräche geben dir etwas? Na, das ist schon dann jemand, der auch die gleiche Bildung und Ausbildung hat wie ich oder der das gleiche Interesse hat an verschiedenen Sachen. Da kann ich mich gerne also mit jemandem bis ins Unendliche unterhalten, ja. Walter, im Nachhinein, wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickst, in denen du um deine Hochbegabung weißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, habe ich persönlich auch schon häufiger von Seniorinnen und Senioren gehört, ich muss mir nichts mehr beweisen, das ändert ja nichts mehr. Warum würdest du sagen, lohnt es sich auch im etwas höheren Alter seine Intelligenz testen zu lassen? Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ach, ich sterbe sowieso bald. Und, bitte nicht! Naja, Quatsch. Naja, und da bin ich einfach interessiert
an, dass ich im Gespräch bleibe mit Bekannten oder mit einer Gruppe, vielleicht die in der Familie auftritt und so, also im Familienkreis. Und ich bin da, also wenn ich jetzt mich frage, warum, kann ich nur sagen, ach na ja, ich möchte am Leben teilnehmen. Aber warum macht es Sinn, um die Hochbegabung dann zu wissen? Darf ich noch mal was sagen, Antje? Aber alles. Ja, und zwar Folgendes. Also als das mit der Hochbegabung dann bekannt wurde und wir das Schreiben bekommen haben und so, also ich war ganz dolle stolz. Ich habe mich ganz doll gefreut. Aber wir haben das nicht publiziert. Also wir haben das nicht den Freunden erzählt. Und die Kinder haben es dann irgendwie doch mitgekriegt oder das haben wir dann schon erzählt. Aber irgendwelchen Freunden oder so haben wir das nicht präsentiert, dass Walter jetzt eine Hochbegabung hat. Warum nicht? Warum nicht? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Man will doch damit nicht rumtrotzen. Nicht angeben, nicht angeben oder so. Also das haben wir nicht gemacht. Aber Walter, deinen Professorentitel oder deinen Doktortitel hast du doch auch nicht verschwiegen. Nee, das war ja bekannt. Und ich muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel in der DDR, ich war nicht in der Partei und bin nur bis zum Universitätsdozenten gekommen. Weiter ging das nicht. Man hat mir da auch schon ganz schön Stöcke zwischen die Beine geworfen bei der Habilitation, dass ich die überhaupt machen durfte. Und unmittelbar gleich nach der Wende, da sind viele aus dem Studienbetrieb, also aus dem Lehrbetrieb entlassen worden, während ich war einer von denen, die noch übrig blieben und bin gleich Professor geworden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort ist auf die Frage. Nein. Warum, wenn dich jetzt einer fragt, Walter, der auch Jahrgang 39 ist, ja, und der sagt, Mensch Walter, ich muss doch, also wofür muss man das denn jetzt noch wissen? Was sagst du dem? Das ist einfach so, ich merke, dass ich neue Sachen viel schwerer erlerne jetzt, zum Beispiel am Computer irgendwas, wenn mir mein Sohn zeigt, du pass auf, wenn du das und das willst, dann musst du das und das machen, das habe ich nach einem Monat vergessen, wenn ich es nicht öfters mal mache. Ja. Und sag nochmal, wie war die Frage? Ja, das wollte ich gerade fragen, das ist keine Antwort auf die Frage. Wenn einer kommt, der dein Jahrgang ist und der sagt, Mensch Walter, du bist ja bei Mensa, was würdest du mir denn raten? Soll ich das in meinem Alter jetzt noch testen lassen? Wofür denn? Was sagst du dir? Also bei mir ist der Gedanke immer, dass alles, was ich weiß, wenn ich das wiederhole, wenn ich irgendwas mache, auf dem Gebiet, wo ich was sagen kann, dass ich dann meinen Geist noch aufrechterhalte. Während neues Lernen, das wird nichts. Ja? Und etwas Altes auffrischen immer wieder. Wenn man zum Beispiel an die Sprachen denkt. Wir hatten jetzt bei uns hier im Haus zwei Ukrainerinnen, die aber aus Donetsk waren, also aus dem Gebiet, wo man nur Russisch spricht. Und da haben wir unten am Lagerfeuer gesessen und die haben jetzt inzwischen eine eigene Wohnung. Die waren hier bei uns im Gästezimmer untergebracht. Und da habe ich mit denen Russisch gesungen, ja. Und ich konnte mich an viele Lieder erinnern. Und wenn man das immer wieder auffrischt, ja, weil Rastzvetal, Jablony, Igrushi, Hopli und so weiter. Und bis dann meine Schwiegertochter gerufen hat, Mensch, seid ruhig, singt hier so laut Russisch, die Nachbarn gucken schon zum... Nein, ich habe gesagt, die werden gerade aus ihrer Heimat vertrieben und ja, singst du hier russische Lieder. Aber das spielte keine Rolle. Aber deine Frage zu beantworten, glaube ich, man ist, wenn man das dann weiß, dass man diesen IQ hat, auch ein bisschen stolz, so für sich ganz allein und für sich selbst. Ist das so, Walter? Ja, das sicher, ja, das kann man schon sagen. Also ich bin so dankbar, dass Helga einfach auch immer wieder zwischendurch Dinge übersetzt, ja, weil ohne Helga hätten wir diese Herzenskomponente gar nicht drin, Walter. Also Helga ist da schon ein ganz wichtiger Bestandteil sozusagen als Brücke in das menschliche Leben, oder? Sie zieht mich immer wieder rein in die Regionen, wo ich auch was sagen kann, oder wo ich eigentlich mal aufpassen soll, was da gesagt wird oder wie man sich verhält. Okay. Ja. Ihr Lieben, ihr seid
ein Vorbild für, glaube ich, für ganz, ganz viele andere. Ihr seid so bemerkenswert und großartig. Ich danke euch sehr für das Gespräch und für eure Offenheit. Und ich hoffe so sehr, dass ihr noch so viele Jahre erhalten bleibt, uns allen erhalten bleibt. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ja. Danke, Antje. Aber wir freuen uns auch, dass wir dich kennengelernt haben. Also du bist auch, als du hier bei uns in Magdeburg warst, das war einfach ein wunderschöner Tag mit dir. Es war toll. Das war toll. Die ganzen Gespräche, die wir geführt haben und so. Also ich freue mich auch darüber. Ja.